Noch ist es eine Baustelle, bald schon ein Whisky-Safe für 600 Fässer. Peter Affenzeller baut aus. Wir wollten halt einen Standort haben, wo die Fässer gelagert sind. Und das Zweite, was sehr wichtig für uns natürlich ist und essentiell, dass die Besucher, die was Führungen bei uns in der Whisky-Destillerie machen, dass die in das Lager reingehen können und dann über Glasscheiben auch diese Fässer begutachten können. Das neue Gebäude wurde gemeinsam mit Werner Kopatsch und Alexander Jungwirt geplant. Der Rohbau steht. Circa 60.000 Kilo Stahl verbaut. 1680 Tonnen Beton sind in dem Bauwerk drinnen. Die Arbeitszeit für den Rohbau waren jetzt ganz genau 75 Arbeitstage. Läuft es nach Plan, ist 2020 alles fertig. Und es wird eine Hall of Fame geben. 60 Personen haben dort die Möglichkeit, Whisky-Pate zu werden. Diese Fässer sind dann in dieser Hall of Fame. Und dieser Besucher kann dann mit Freunden, Familie, Partnern, wie auch immer, zu uns kommen, legt seine Hand drauf, durch einen Venenscan wird die Tür dann auch geöffnet in dieser Hall of Fame. Er hat dann so einen eigenen geschmiedeten Schlüssel vermutlich, kann dann sein Fass aufsperren, kann auf Schienen sein 50 Liter Fass rausziehen, kann mit einem Hebewerkzeug seinen eigenen Whisky dort abfüllen und kann in Ruhe und beim Blick in das Mühlviertel kann er seinen eigenen Whisky mit Freunden auch verkosten. Damit der Whisky auch schmeckt, muss er speziell gelagert werden. Es wird innen dunkel sein, damit eben da kein Licht zu den Whiskyfässern dazu kommt. Es wird eine Art Hochregallagersystem gebaut, wo dann so circa 6 Fässer übereinander liegen. Wir haben da sehr viel Wert gelegt auf die klimatischen Verhältnisse im Inneren, weil es natürlich um die Lagerung des Whisky geht. Das heißt, es sollte immer eine relativ gleiche Temperatur herrschen. Da hat sich der Beton natürlich angeboten, aufgrund der großen Last, die da zustande kommt. Die Lage ist ja für 600 Fässer. Mitte 2020 soll Österreichs größtes Whisky-Lager eröffnen. Aktuell besuchen 25.000 pro Jahr die Whisky-Destillerie. Mit dem Neubau soll das mehr werden. Freuen wir uns sehr auf die Fertigstellung.